Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, in der letzten Folge haben wir Alt-Kammwald von den Dämonen gesäubert und wir haben dann letztlich doch endlich die Bestätigung bekommen, dass mit dem Bürgermeister irgendwas nicht ganz gestimmt hat. Er ist geflohen und in einem Geständnisschreiben auf seinem Schreibtisch stand dann letztlich, dass er das Viertel, in dem die Armen und Kranken gelegen haben, geflutet hat und somit die Dunkle Brut zusammen mit den Alten oder mit den kranken alten Dorfbewohnern versenkt hat. Mit der Schuld konnte er nicht mehr leben, deswegen ist er gegangen. Das hat ihn alles zu sehr daran erinnert, weil wir ja den Stausee praktisch stillgelegt haben, trockengelegt haben und dann haben wir die ganzen Häuser wieder gesehen oder das, was davon übrig war. Der Wegweiser von Falondin. Falondin suchte jemanden, der sein Bote und Gefährte sein sollte. Der Wind war schnell, aber Falondin wollte ihn nicht anketten. Das Volk war loyal, aber konnte dort nicht leben, wo Falondin sich aufhielt. Schließlich kam die Eule zu ihm und sagte, ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Lass mich dir dienen, der du die Macht auch nicht fürchtest. Falondin akzeptierte dankend und nahm die Eule als Diener zu sich. Sie half darauf Falondin, das Volk durch den Weg im Schleier zu leiten. Aus Tiere des Volkes erzählt von Elethin, Hüterin des Clans Tillahannon. Ach so, das ist die Eule, ja. Cool. Davon haben wir ja letztens das Aquarium, sag ich schon wieder, das Astrarium gelöst. Wie komme ich immer auf Aquarium? Gut, ich schätze, ich habe in meinem bisherigen Leben das Wort Aquarium deutlich häufiger benutzt als Astrarium. So, jetzt klatschen wir erstmal die roten Templer hier weg. Templer sind ja generell scheiße, aber rote Templer setzen dem Ganzen noch einen drauf. Mächtiges rotes Lyrium. Echt jetzt? Das können wir verwenden? Wie geil ist das denn? Ich dachte, wir sollen uns fernhalten von dem Zeug. So viel dazu. Und am Ende geht's uns wie Bartrand. Dem alten Gierschlund. Varricks Bruder, für den, der es nicht mehr weiß. Varric stimmt zu? Warum? Weil ich gerade über Bartrand geredet habe. Das passt ja. Wie die Faust aufs Auge. So, da ist eine Wolfsstatue, okay. Oh. Roter Templerschrecken. So, noch ein Versuch. Jetzt haben wir Mana. Boah, hat die gerade weggefetzt. What? Was macht der denn für Kunststückchen? Und das bei der Statue? So, jetzt kommt der lustige Teil. Astrarium. Boah, ich freue mich da ja immer so drauf, ne? Das ist der Wahnsinn. Okay, Varric stimmt wohl allem zu, was irgendwie rote Tempel auseinander nimmt. Was soll's? So, Astrarium. Wow. Behold. Ja, wie jetzt? Das sieht genau gleich aus eigentlich, ne? Nur irgendwie anders gedreht. Nun denn. Machen wir das mal ähnlich wie letztes Mal. Das hat ja ganz gut funktioniert. Irgendwas ist hier komisch gerade. Ich raff's gerade nicht. Ach so, nee, wir müssen jetzt hier hin. Blödsinn. Alles klar. Sorry. My bad. Ja, sag mal, fehlt da nicht einer? Sag mal, ich bin so bescheuert. Die einfachsten Rätsel, da lasse ich mir am meisten Zeit. So, was ist das? Von dem im Volksmund als Chaos bezeichneten Sternbild Kios wird allgemein angenommen, dass es den alten Gott Sazikiel darstellt. Da diese Sterne häufig in Form böser Omen abgebildet wurden, gab es im Zeitalter der Türme innerhalb der Kirche Bestrebungen, das Sternbild fortan durch eine Taube zu verbildlichen. Dieser Vorschlag setzte sich jedoch nicht durch, und es heißt, die Priesterin, von der er stammte, sei von einer Brücke in den Tod gestürzt, kurz nachdem sich die göttliche Jujus II.
dagegen entschieden hatte. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass dies niemals wirklich geschah und es ist nichts weiter als astrologischer Aberglaube. Auf seine Abhandlung bla 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 kennen wir ja schon alles. Okay. 2 von 3. Astrarien. Ich habe das Gefühl, für jeden, den wir hier töten, wird es immer wieder ein bisschen heller. Kann das sein? Nee? Okay. Hätte ja sein können. Um das Ganze nochmal ein bisschen zu verbildlichen hier. Gute Taten, das Licht und so und, nee? Naja, ist eh alles gelogen. Ich mach das nur, weil es Spaß macht und weil es Geld bringt. Wenn ich hier nicht irgendwie immer Gold oder sowas bekommen würde, würde ich den Idioten hier nie helfen. Na gut, die EP und die Macht, die dadurch kommt, ist auch nicht zu verachten, sind wir ehrlich. Veridium? Okay. Wieder was ganz Neues. Das Problem ist halt immer, es ist zwar schön und gut, wenn wir mal was Neues finden, aber... Eins von der Sorte bringt halt meistens nichts. Gut, 4 bringt aber meistens auch noch nichts. Musst du das jetzt sagen, sonst hätte ich mich wieder blamiert. Wenn ich gerade sage 1 und dann sind es auf einmal 4... Immer ein Konter parat. Sag mal, droppen die auch was anderes als Lyrium? Na! Hingesprungen, draufgeklickt und dann plündert das von unten. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Was sind das hier wieder? Ich sehe nichts. Wo führt denn das jetzt wieder hin? Wahrscheinlich gar nichts, nur so eine kleine poplige Höhle wieder. Meridium. Ja, manchmal ist in den popligen Höhlen aber auch cooles Zeug drin. Also gerade Tiefenpilze findest du ja nicht so häufig außerhalb, eigentlich gar nicht. Sonst wäre der Name etwas blödsinnig. Ach, guck an. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Könnte? Komm, jetzt tu mal nicht so zaghaft. Natürlich ist hier was. Sag ich doch. Halt. Veridium. Alter, okay. Sieht aus, als könnte man das bei unserem nächsten Besuch an einem Schmiedetisch verwenden. Gar nicht so schlecht. Oh. Oh je. Wyvern. Lass mich raten, das ist ein Drachenhort. Oh mein Gott. Obwohl, wenn es nur diese normalen Wyvern sind und kein großer Drache kommt, könnte das klappen. Könnte. Wir könnten auch jämmerlich versagen dabei. Ich schlage vor, ich sammle jetzt noch kurz Viridium auf. Ich glaube, rechts ist auch noch eins. Und dann... Ah ne, das ist da vorne. Okay, da würde ich ja die Gegner anlocken. Anloggen mit 2G, ja. So, mal kurz speichern und jetzt stürzen wir uns ins Getümmel. Wir werden es bereuen, aber ich mach's trotzdem. Uah. So, auf geht's. Kleiner Bühler, den machen wir mal zuerst platt. Oh, weia, ich glaube, der macht mich schon jetzt platt. Schon, Mann. So, jetzt machen wir mal hier unser Mal des Inquisitors. Das dürfte ja ziemlich Schaden machen, oder? Mal guck mal, die gehen kaum runter. Nehmen wir mal einen großen Heiltrank, beziehungsweise einen normalen. Okay, also die Kleinen müssen definitiv zuerst weg. Die zerfressen wir die ganze Gruppe. So gehen die Heiltränke auch ruckzuck runter. So ein Scheiß. Du kommst nicht mal zum Stehenbleiben, ne? Dass ich mal regenerieren könnte oder so. Weil die dauernd näher kommen. Ich weiß gar nicht, können die nicht mal still stehen bleiben? Wo ist jetzt das Problem? Ja, komm schon. Yes, der erste ist tot.
Gott, die haben ja keine Heiltränke mehr. Seid ihr jetzt bescheuert oder was? Wieso könnten die alle... Wie konntet ihr die alle verballern? Darf doch nicht wahr sein. Das passiert, wenn man sich wieder nicht einig ist, wen man zuerst tötet. Tötet mal den Großen zuerst, der ist fast tot. So, schnell Mana-Trank. Hätte ich schon längst leben können. Aber nein, ich war ja der Meinung, dass ich den jetzt nicht mehr brauche. So, großer Wyrm tot. Na also, klappt ja noch. Trotzdem sollte man dem nächsten Lager aufsuchen. Alle Tränke verbraten. Schöne Scheiße. Jawohl. So, Vivien, steh auf. So, wehe, das lohnt sich nicht. Nichtsklopfer. Ach komm. So ein Scheiß. Wegen so einem Dreck. Hm. Weißt du, ich dachte, die droppen was Vernünftiges, was Gutes. Und nicht einen Stab, der schon 100.000 Mal überholt ist. Höheres Level, niedriger Schaden. Top. Das ist Qualität. So, Viridium erhalten. Wir können gehen. Was pinkt denn da dauernd noch? Nix mehr. Verarsch mich doch nicht, Minimap. Sieht aber schön aus, ne? Die zwei Hirsche hier und der Wasserfall. Die toten Wyvern. Und eine blutverschmierte Gruppe von Abenteurern. Sehr idyllisch. So, tief. Hä? Hab ich die alle übersehen? Beim Reingehen. Ich gehe doch keinen anderen Weg rein, raus als rein, oder? Oder? Nö. Oder wachsen die so schnell nach? Faszinierend. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich nehme das natürlich dankend an. Boah, ich muss immer an die Szene denken, wo sie gesungen haben, ey, wenn die Musik kommt. Total toll. Oha, übertreibt's. Sind ja Items ohne Ende hier. Wenn nur mal was Brauchbares dabei wäre. Na, Obsidian. Dann haben wir auch für die eigene Vorratskiste nochmal ein bisschen was. Das ist auch blöd, ne? Ich habe keine bisher gefunden, keine eigene Vorratskiste. Versiegelte Briefe. Tempelritter Sturge. In den Hügeln über Kammwald liegt eine kleine Ruine. Sie ist winzig, aber alt und elfisch. Also lass keinen Stein auf dem anderen. Befehl von General Samson. Ihr wisst, wonach zu suchen ist. Also erwarte ich direkt im Anschluss euren Bericht. Kopiert jedes elfische Schriftzeichen, das ihr seht. Leutnant Morn. Guten Morn. Tja, was soll ich sagen? Ich glaube, ihr werdet den Bericht nie bekommen. Ihr werdet auch so nichts mehr bekommen in Zukunft, weil ich werde euch jetzt finden und euch vermöbeln. Aha. Da haben wir noch den Übeltäter. Das war auch das, was vorhin gepinkt hat. Im letzten Eck versteckt. Toll. Meins. Na, jetzt gucken wir mal, dass wir eine andere Quest aktivieren und nicht diese blöde Requirierung. Oder wir orientieren uns mal an diesem Zelt da. An dem Lager. Was? Ein einzelner? Schon wieder respawnen oder was? Komm, so langsam bin ich jetzt auch wieder nicht, oder? Ich meine, ich bin langsam, aber nicht so langsam. Alter, die sind alle wieder respawned. Was soll denn die Scheiße? Na gut, nicht alle, aber einige. Ha! Oha! Das war jetzt aber eine Stealth-Einheit. Die war gerade nicht da. Oder was heißt nicht da? Schon da, aber nicht zu sehen. So. Ja, wir müssen das den Weg hier raus und dann links rum irgendwie. Oder so.
Ah, ich denke immer, da wäre noch irgendwas Magisches, aber dieses blöde... Das Lyrium, das sinkt quasi so. Ganz komisch. Ah ja, da waren wir ja. Da sind wir vorhin rumgeeiert. Rumgehopst. Rumgetorkelt. Geflogen, gerutscht. Gestolpert. Oh, der nächste Riss. Wie schön. Okay, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, dass die Regenerationstränke nicht jeder für sich hat. Dass die keinen Pool haben, die hat jeder für sich. Und die Heiltränke, die sind im Pool. Das ist eine Scheiße, ey. Hof des alten Wither. Ja. Und was sagt einer zum Wither, wenn er gehen soll? Geh, Wither. Lustig. Hä? Kommt der denn wieder her? Scheiß Stealther, ey. Auch noch ein Wegelagerer. Komm. Mit Banditen schlagen wir uns wieder rum. Ich dachte, wir sind aufgestiegen. Ich dachte, das wäre unter unserer Würde. Wo marschiert er denn hin? Hat der irgendwelche Pläne? Gott, ist der dämlich. Der tut ja gar nichts. Der blockt nur ab und läuft rum. Tja. Trottel. Ach, guck an, das waren sogar zwei von diesen acht, die noch übrig sind. Also dann sind es nicht zwei Gruppen, sondern tatsächlich acht Gruppen insgesamt, sondern tatsächlich acht Banditen nur. Das ist ja ein Witz, oder? Tja. Acht Banditen. Übelst kompliziert, ja. Acht Banditen töten. Haben wir noch nie gemacht. Völlig neue Erfahrung, bockschwere Quest. Hehe. Genau. Das ist noch ein Biesent. Sollen wir nochmal? War doch lustig, oder? Ja, komm. Wir räumen den mal weg. Kann nicht schaden, oder? Na gut, kann schon schaden, aber wir machen es trotzdem. So, auf geht's. Rennen. Ich glaube, ich nutze die Range gerade echt optimal aus, ey. Aber viel weiter darf ich nicht mehr wegstehen. Der war jetzt easy. Ach, und Banditen. Guck mal einer an. Komm ja wie gerufen. Da waren es nur noch fünf. Ach, guck mal an. Hört das noch auf? Drei Forellenteich. Was ist, wenn da mehr drin sind? Muss man den Teich dann umbenennen? Oder die Forellen töten? Mit was kämpfen die da? Hä? Oh! So einer! Sag mal. Hopst du da ewig rum? Ich dachte schon, gegen wen kämpfen die denn da? Ich habe da gar nichts mitbekommen. Ja, gut, dass ich nicht immer den Gegner, den Verbündeten Ziele vorgeben muss, bevor sie irgendwas machen, weil sonst wird da nie jemand sterben. Ich sehe die oft erst, wenn sie schon halb tot sind. Hof des alten Wither. Ich würde sagen, der alte Wither hängt hier und, wittert nicht mehr. Also doch, geh, Wither. Er ist gegangen. Da liegt noch ein Buch. Habe ich das richtig identifiziert? Jawohl. Pflanzen gegen Leichen. Ah, das ist eine Anspielung auf Plants vs. Zombies. Wenn wir da noch ein Minispiel hätten in der Hinsicht, das wäre ja richtig geil. Unter all den sonderbaren Kämpfen, die schon in Ferelden getobt haben, ist die Schlacht am Armenkap vermutlich eine der merkwürdigsten. Ein mächtiger Dämon, der nach Macht in der sterblichen Welt strebte,
hat er eine Armee von Leichen erschaffen, um die Heimatstadt von Helianthus anzugreifen. Einer zurückgezogenen lebenden Abtrünnigen, die Gerüchten zufolge gewaltige Reichtümer und großes Wissen besaß. Der Dämon sah in der wohlhabenden Gelehrten den perfekten Wirtskörper. Doch Helianthus war alles andere als wehrlos. Als die Leichen auf ihr Haus zuschlurften, rief Helianthus den Dämonen zu. Sie sei zwar nur eine einfache Abtrünnige, doch sie besäße die Macht, ihm eine Armee entgegenzustellen. Dann nutzte sie ihre Magie, um Geister herbeizurufen, die von den Pflanzen in ihrem Gemüsebeet Besitz ergriffen und so unzählige winzige Waldgeister erschufen. So brach ein Gartenkrieg los, in dem Leichen, Eimer und Türen als behelfsmäßige Helme und Schilde nutzten, um sich besessenem Obst und Gemüse zu erwehren, das mit Samen spuckte, notdürftige Befestigungen errichtete und sogar ganze Leichen am Stück verschlang. Als die Schlacht endete, war das Gebiet um Helianthus Haus sowohl Garten als auch Friedhof, die letzte Ruhestätte jener Leichen, die sie vernichtet hatte, als sie sich selbst und diese Welt gegen den Dämon verteidigte. Wäre sie besiegt worden und hätte der Dämon ihr brillantes Gehirn für seine Zwecke genutzt, wäre kein Winkel der Welt vor der Heimsuchung durch solch grauenvolle Leichen sicher gewesen. Nicht die gewaltigen Pyramiden von Parvolen, nicht die von Piraten verseuchten Gewässer Lomerins und noch nicht einmal die unbekannten westlichen Lande. Ist das mein Mittagessen? Ich dachte, heute stünde Speck auf dem Speiseplan. Mir wurde gesagt, es gäbe Speck. Nein, ich werde den Topf nicht vom Kopf nehmen. Warum? Weil ich verrückt bin. Eine unbelegte und äußerst zweifelhafte Geschichte von Derwiff dem Irren, die er vermutlich aus seinem Anwesen oder auf seinem Anwesen in Walnussbühl zum Besten gab, wo er seine letzten Jahre verbrachte. Derwiff heißt ja nicht Dave, der Typ, der einem immer diese Tipps gibt oder die Aufgaben stellt bei Plants vs. Zombies. Das ist eine übelste Anspielung, ey. Geil. Ich hab ein Easter Egg gefunden. Nicht schlecht. Und ein Dämmerlotus. Jetzt wäre es halt schön, wenn wir das nachspielen könnten. Plants vs. Zombies. Ah, guck mal, das sind sogar die Reihen. Die Sonnenblumen. Wie geil ist das denn? Das wird ja immer besser. Geile Scheiße. Das gefällt mir. Ich mag solche versteckten Easter Eggs. Und noch viel mehr, wenn ich sie auch mal verstehe. Auf jeden Fall eine coole Gegend hier. Überall Ruinen. Und genau deswegen lese ich solche Texte so gerne. Weil sonst entgeht einem vielleicht was. Oh Gott, Arcana Schrecken. Wenn der jetzt nicht da gewesen wäre, wäre mir auch nichts entgangen. Oh. Da hält ja gar nichts aus. Oder bin ich so übermächtig geworden? Haha. Und zu. Dann ist Ruhe. Blöde Kuh. Huhu. Und Fuh. So, was gibt's? Wegen des verbesserten Knaufschlags. So, jetzt haben wir Stufe 7 Einfluss erreicht. Jetzt müssten wir ja eigentlich wieder einen Inquisitionsbonus haben, oder? Was? Herz des Arkan... Seltene Reagenzien. Huhu. Richtig coole Gegend hier, wirklich. Das ist... Weiß ich, die Hinterlande waren natürlich auch schön und idyllisch, aber das hier hat irgendwie noch einen anderen Charme. Das hat sogar fast schon was von den Pestländern bei WoW. Nur, dass die Pestländer halt noch ein bisschen verseuchter waren, aber naja. Sei es drum. Banditen! Ist zwar total übertrieben, aber... Yippie! Und den Wiesen machen wir auch gleich. Wenn wir schon mal diesen... Boah, Alter! Was hat denn das Leben praktisch unterm Arsch weggezogen? Der hatte die Panzerung noch fast voll.
Ausrottung der Banditen. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, krönender Abschluss heute ist, wir nehmen jetzt dieses Camp ein. Ich habe es nicht übersehen vorhin, falls sich das einer wieder gedacht hätte. Ich dachte mir nur, das mache ich zum Schluss. Da habe ich aber noch nicht gedacht, dass wir so lustige Sachen finden, wie diese Texte da. Es gibt nichts zu berichten. So, Requirierung, Gegenstand herstellen. Jawohl. Es gibt neue Berichte. Das gibt übelst viel Macht, ne? Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Können wir gleich noch das nächste fertig machen. Alter Schalter. Unsere Macht wächst. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Tja. Echt jetzt? Das ist ja abnormal, wie viel wir davon abgeben können. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Ich frage mich echt, ob es mal einen Bonus gibt, wenn man mehr hat. Das könnte nützlich sein. Keine Ahnung, 30 pro Gebiet oder irgend sowas in der Art. Alter. Wie heftig das einfach ist. Ich hatte gerade erst das Level-Up bei Einfluss. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Geht immer noch weiter. Fereldische Karawane. Und die nächste. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Also Requirierungen lohnen sich definitiv. Wenn das jetzt noch den Effekt hat, den ich glaube, dass es hat, dann müssen wir das auf jeden Fall viel häufiger machen jetzt. Es gibt neue Berichte. Ich habe das ziemlich vernachlässigt. Das könnte nützlich sein. Alter, es geht gerade so weiter, ne? Hier, Propaganda. Schon das dritte oder vierte Mal, dass wir das herstellen. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Setzt mich ins Bett. Sieht selbst, Sir. Okay, jetzt fehlt es wieder an Obsidian. Macht aber nichts. Das kriegt man auch früh genug wieder hin. Jetzt pingen wir hier nochmal ab. Genau, hier ist nämlich noch was drin. Das dachte ich mir nämlich, dass das nicht alles nur zum Lager gehört. So, wo ist der Alchemietisch? Wo ist er? Wo ist er? Ach, scheiß drauf, das mache ich später. Gut, für heute war's das, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich über Kommentare und Ähnliches freuen. Und ob ihr natürlich auch so gefeiert habt über dieses Pflanzen versus Zombie Anspielungstext-Dings. Oder das ganze Gebiet eigentlich, ne? Weil die ja genauso angeordnet sind, die Sonnenblumen hinten, damit sie Energie sammeln und so weiter. Das typische Plants versus Zombie eben. Ich fand es lustig. Also, dann würde ich mich über Bewertungen natürlich freuen, über Kommentare, wie gesagt. Und dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Danke, Freunde. Ciao.